Einen wunderschönen guten Abend. Ja, zu LS22. Unschwer zu erkennen, ich bin auf dem PC, habe für euch das Safe Gamer vorbereitet von dem Hof, den ich auf der Konsole spiele. Gleich vorweg, das hier ist für Crossplay. Das heißt, wenn ihr die Karte runterladet, plus das Haus und die Dekosteine, dann könnt ihr mit Freunden zusammen für PC, Xbox, PlayStation 4 und so weiter, könnt ihr den Hof spielen. Wenn einer sagt, wo ist der Unterschied? Naja, es gibt ja zwei Versionen. Es gibt einmal die Crossplay-Version, es gibt die normale Version für PC. Die PC-Version ist auch die, wo man Bäume und etc. setzen kann. Die Crossplay-Version ist das nicht, weil du hast eine Mindestgabe wegen Bäume und etc. So, ihr habt natürlich dieses wunderschöne postdeutsche Haus. Das ist auch das, was ihr euch runterladen müsst. Und diese Kannsteine hier, ne, hier unten, das ist das Kannsteinpack, das müsst ihr euch definitiv auch runterladen. Ich habe das so einigermaßen, so wie meins, nachgebaut. Einigermaßen deswegen, weil hier natürlich ein bisschen mehr Höfe, ein bisschen mehr Kuhstall. Ich gehe da noch drauf ein, einzelne Punkte. So, hier seht ihr schon, da fehlen diese gelb-schwarzen Steine. Für die Leute, die das DSC haben, das Holz-DSC. Also, ne? Die haben diese schwarz-gelben Steine. Die können die ja natürlich hinsetzen. Ich habe das jetzt einfach so gemacht. Aber wir können das natürlich auch so lassen. Die Unterstände sind natürlich hier. Ist klar. Hier sind die Paletten für Frontgewichte und wie heißt das jetzt hier? Frontladertechnik etc. Ne? Ich werde euch auch gleich noch ein paar Lichter hier hinsetzen. So, dann habt ihr hier den Silagebunker. Ist klar. Hier habt ihr den wunderschönen Unterstand, den habe ich im Gegensatz zu mir auf der Konsi begradigt. Das heißt, hier könnt ihr ganz entspannt die Fahrzeuge hinstellen. Kuhstall ist auch klar. Bäume und Stuppen sind komplett entfernt. Auf der Konsole geht das leider nicht, aber hier geht das. Deswegen ist hier der Weg und der Anbau perfekt. Ich habe auch gleich die Nachbarschaft hier ein bisschen gecleant, wenn einer sagt, warum. Das geht auch auf Konsole, da werden wir auch einmal in den nächsten Tagen mal drauf eingehen. Da spart ihr hunderte von Slots. Aber das ist für den PC Safe Game Spieler völlig unwichtig. Ja, dann habt ihr hier die wunderschöne Hecke. Hier ist dann auch weiterhin Silagebunker. Hier habt ihr die Unterstände. Ihr habt 796.000, das heißt, ihr könnt klein anfangen mit diesem Hof hier. Das habe ich auf der Konsole auch gemacht. Hier mit dem Hof, dann habt ihr da die Kühe, den Unterstand. Das reicht völlig aus für kleine Maschinen bis 150 PS. 200 PS geht auch, klar, 600 oder so, das ist auch in Ordnung. Wenn ihr denn genug erwirtschaftet habt, dann könnt ihr, man sieht, separate Einfahrt, könnt ihr diesen Hof bearbeiten. Ja, Muku ist schon laut. Jetzt würden viele sagen, ja, aber du hast da einen Schweinestall, den könnt ihr euch auch hinstellen, müsst ihr euch einfach nur runterladen, den niederländischen Schweinestall von Dutch Modding. Ich habe euch jetzt einfach die Kühe hier hingestellt. Warum habe ich das gemacht? Damit ihr frei wählen könnt. Ne? Ihr könnt das einfach verkaufen, also Tiere verkaufen, das verkaufen. Dann könnt ihr was anderes da hinstellen. Ne? Ist klar. So, so sieht das Ganze aus. Hier sind die Siedel und so weiter. Ne? Ihr könnt das natürlich auch alles entfernen. Das sind die Unterstände. Hier habe ich an der Seite zum Beispiel ein Multifruchtsilo hingestellt und habe mit Schweinen gearbeitet. Oder macht mit Schweinen arbeiten. Wie gesagt, ihr könnt den Stall verkaufen, Schweinestall hinkloppen, Multisilo fertig. Dies, das, Ananas. So, dann habt ihr hier die Werkstatt. Der Trigger ist jetzt nicht zu sehen, aber der ist hier. Ihr seht das ja. Da könnt ihr eure Fahrzeuge ja reparieren. Da müsst ihr nicht immer ganz in die Stadt reinfahren, ne? Was ja ziemlich nervig ist. Ich selber auf der Konsole habe noch das Multikaufsilo, damit ich. Das Problem ist, wenn du Big Packs hast. Und zu viele hast und hab nicht gesehen, dann hast du Performance-Probleme auf der Konsole. Deswegen steht bei mir hier noch ein Multikaufsilo. Den Leuten war aber grundsätzlich wichtig, dass sie diesen Hof hier haben. Sie haben gesagt, bitte nachbauen, ich möchte diesen Hof hier spielen. Deswegen ist, glaube ich, der hier vorne das Hauptaugenmerk. Wenn ihr das Safe Game nachher bekommt, werdet ihr hier diverse Lampen, Laternen, Lichter in den Ställen und in den Hallen haben. Sowie Flutlichtanlagen und ihr werdet hier Gullydeckel und noch Bodentexturen so ein bisschen auf Dirty haben. Ne? Das ist jetzt hier so gesehen die Beta-Version. Wenn ihr nachher das runterladet, ist es schon die Vollversion. Also das heißt das fertige Produkt. Ne? Ja, ich wollte euch das zeigen. Ihr könnt es natürlich runterladen. Wie gesagt, ihr braucht das deutsche alte Postgebäude. Das ist, was da vorne rechts steht.
Wenn einer sagt, wieso steht das eigentlich da? Ich kann das nochmal kurz in der Baumenü zeigen. Von oben könnt ihr auch verkaufen, könnt ihr auch ein anderes hinstellen. Wenn man dieses Gebäude hier entfernt auf der Konsole oder PC, dann ist die Satellitenschüssel, die schwebt in der Luft. Ich habe das jetzt so hingesetzt, so perfekt hingesetzt. Das könnt ihr auch auf der Konsole nachbauen, nur mal so zur Info. Mit der Satellitenschüssel. Ne? Hier vorne ist der Schlaftrigger, das ist wichtig, dass der vorne ist. Und dann könnt ihr das so hinpacken und habt hier diesen Pfeiler. Seht ihr das? Der letzte Pfeiler ist auf dem Treppenfuß. Und dann könnt ihr das so bauen. Und der Schweinestall wird rangestellt. Die dicke Birke und die ganzen Bäume, die hier stehen, sind auf der Konsole ein bisschen tricky zu entfernen. Gibt es ein paar Tricks. Vielleicht sollte ich da irgendwann vielleicht nochmal ein Bauvideo machen, separat live. Mit euch zusammen für die, die auf Konsole es nachbauen wollen. Ja, und dann habt ihr hier die Insel und hier könnt ihr hinstellen, was ihr wollt. Tiere verkaufen und da habe ich zum Beispiel auf der Konsole Schweine. Und habe hier ein Multisilo an der Ecke stehen, weil das Multisilo halt für Rüben, Kartoffeln, hab nicht gesehen, alles Mögliche. Und hier die Werkstatt. Ne, ich habe das euch nur hier angepasst, dass es ein bisschen luftiger ist, ne, also die Bäume entfernt, nicht alle, nur ein paar. Und dann könnt ihr hier selber machen, wie ihr wollt, aber es ist die Fläche fertig. Weil es hatten viele gesagt, ja, Ostseekarte, mega geile Karte. Ja, stimme ich zu, ist auch so. Aber keine Schweine, keine Schafe, kein dies und das. Ihr könnt auch den Stall wegstellen und stellt länglich so hin. Ich kann euch das ja mal zeigen, ne? Ich bin mal so frei. Ihr stellt einfach länglich zum Beispiel, na, den nicht, den hier, den einzelnen davon. Ja, ich mache das mal Kollision aus. Und den stellt ihr hier hin und es gibt noch bei Mod Hub ein Schafstall oder eine Schafweide, könnt ihr euch hier seitlich hinpacken. Diese Gullideckel, also diese Siele, die könnt ihr entfernen und dann könnt ihr zwei Ställe nebeneinander stellen, einmal Schaf, einmal Schweine plus das Multisilo, was ich ja bei mir im Livestream verwende. Ihr braucht einfach nur das Livestream gucken, den letzten Livestream, dann seht ihr das. Und dann habt ihr alle Tiere auf der Karte mit einem perfekt verbauten Hof. Wie gesagt, dieser Hof hier ist Crossplay-fähig, deswegen auch keine Bäume, weil da gibt es auf der Konsole Probleme. Es wird nochmal nur dieser Hof hier links als Dirty Vision kommen, als Safe Game nur für PC. Aber das hier ist erstmal Crossplay. Ne? Gut, ich will das Video auch nicht zu lange machen. Ich wünsche euch ultra mega mäßig Spaß mit dieser Karte. Ich werde euch gleich dekorativ das eine oder andere noch verbauen. Man kennt das hier mit den... Naja, hier brauche ich das nicht. PC ist ja, habt ihr ja Betonfläche. Ich musste das ein bisschen tricksen auf der Konsole. Aber ich werde euch die Laternen gleich noch verbauen, die Deko und die Dirtflecken. Und ja, ihr braucht nur runterladen. Dieses deutsche Postgebäude, das sieht so aus. Für die, die sich das Video auch angucken. Hier unten ist das. Könnt ihr sehen. Zack, ne, das ist das hier. Altes deutsches Posthaus heißt das. Findet ihr mal Mod Hub unter Farmhäuser. Und Dekorationssteine, das sind die hier, die findet ihr unter Deko dann hier, da sind die, ne, das heißt, platzierbare Randsteine, Blumenpott-Mod, so, dann habt ihr hier diese, die braucht ihr und die braucht ihr. Ich habe hier natürlich auf Kollisionsfree gebaut, aber ihr könnt alles hier benutzen, es entsteht kein Fehler oder so, ne, also es gab es ja mal bei mir, Safe Games, die kannst du nur auf PC spielen, das wollten welche denn auf Crossplay spielen. Und dann gab es dann Probleme, weil es ist eigentlich nur rein PC. Aber das hier ist definitiv Crossplay, das könnt ihr mit euren Freunden spielen. Ihr könnt hier den Stall, wie gesagt, noch ändern. Und dann könnt ihr mit Freunden hier Silage ballern oder keine Ahnung, was ihr auch mal machen. Ne? Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß damit. Ich will auch gar nicht mehr weiter großartig sülzen. Wie gesagt, Gullideckel, Dirtflecke und Laternen kommen noch reingebaut. Und dann habt ihr ein fertiges Safe Game. Das findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, ich wünsche euch viel Spaß damit. Liken, abonnieren nicht vergessen. Und ich bin raus, bin euer Paddy. Bis morgen. Ciao, ciao.